This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Lesung von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit in dem Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Heute am 13. Juli die 20. Lesung aus diesem Buch und ohne große Einleitung fange ich gleich an, weil es gibt nicht viel einzuleiten. Seite 212 müssen wir oben ganz neu anfangen. Wir hatten bis einschließlich Seite 211 gelesen über den Tod Raimunds des VI. Und wir werden jetzt lernen, wie es weitergeht. Eine immer noch sehr interessante Geschichte und immer noch sprechen wir über die Kreuzzüge gegen die Albigenser, damals im Süden von Frankreich. Also fahren wir jetzt fort auf Seite 212, wo der Autor sagt, nach seines Vaters Tod, also Raimund des VI., errang Raimund der VII. Neue Erfolge und im Dezember sah sich Amauri genötigt, nochmals seine Anrechte Philipp August anzubieten, freilich nur, um abermals eine abschlägige Antwort zu erhalten. Im Mai 1222 scheint die Hoffnung bestanden zu haben, dass Philipp den Kreuzzug unternehmen werde. Der Legat Konrad von Porto mit den Bischöfen von Nîmes, Arge und Lodève schrieb ihm dringend von Béziers aus und schilderte den beklagenswerten Zustand des Landes, in dem die Städte und Schlösser täglich ihre Toren den Ketzern öffneten und sie zur Besitzergreifung aufforderten. Es folgten sodann Verhandlungen mit Raimund und die Sache gedieh sogar so weit, dass Honorius, also Antichristpapst Honorius, der Dritte meine ich in diesem Fall auch, an seinen Legaten schrieb, er möge bei den erwarteten Abmachungen für die Interessen des Bischofs von Viviers sorgen. Dieses von neuem sich regende Bedürfnis nach einer friedlichen Beilegung der Sache wurde geweckt, einerseits durch die Vereitlung der Hoffnung auf Hilfe seitens des Königs, andererseits durch die beunruhigenden Fortschritte der katharistischen Ketzerei. Diese hatte nämlich durch die Rührigkeit ihres bulgarischen Gegenpapstes einen neuen Aufschwung erfahren. Aus Languedoc strömten ihm die Ketzer in immer größerer Anzahl zu und kehrten mit frischem Eifer zurück.
Sein Vertreter, der Bischof Bartholomäus von Carcassonne, der sich, dem Beispiel der Päpste folgend, Diener des heiligen Glaubens nannte, machte erfolgreiche Anstrengungen zur Ausbreitung seines Glaubens. Wiederholt wurde zwischen Amaury und Raimond ein Waffenstillstand geschlossen und Beratung gepflogen. Schließlich, am 6. Juli 1223, berief der Legat ein Konzil nach Sens, von dem man eine endgültige Beilegung des Kampfes eigentlich erwartete. Dieses wurde später nach Paris verlegt, da König Philipp August ihm beizuwohnen wünschte, offenbar, weil er demselben ein großes Gewicht beilegte. Trotz seines rasenden Fiebers begab er sich auf die Reise dorthin, starb aber am 14. Juli unterwegs bei Meudon. Damit waren Raimonds Hoffnungen unmittelbar vor ihrer Verwirklichung vereitelt, denn Philipps Tod machte das Konzil zwecklos und gab im Nu der Sache ein ganz anderes Ansehen. Obgleich Philipp seine Sympathie für Montfort dadurch bekundete, dass er demselben zur Unterstützung in den albigensischen Wirren ein Legat von 30.000 Livre vermachte, so hatte er doch klugerweise es vermieden, sich irgendwie zu binden und hatte die Anerbietungen Amaurys beständig zurückgewiesen. Sein Scharfblick ließ ihn voraussehen, dass nach seinem Tode die Geistlichkeit alle Anstrengungen machen würde, um seinen Sohn Ludwig mit in den Streit hineinzuziehen, obwohl dessen schwache Gesundheit in keiner Weise den Anstrengungen gewachsen war und dass alsdann das Königreich in den Händen einer Frau und eines Kindes bleiben würde. Das Bestreben, diese Gefahr durch ein gütliches Übereinkommen abzuwenden, hatte ihn wahrscheinlich zu dem Wunsche getrieben, trotz der damit verbundenen Anstrengungen doch selber an dem Konzil teilzunehmen. Seine Vermutung sollte sich schon bald erfüllen. Schon am Tage seiner Krönung versprach Ludwig dem Legaten, einen Kreuzzug zu unternehmen. Antichristpapst Honorius drängte ihn heftig und im Februar 1224 nahm Ludwig VIII. Von Amaury die bedingte Abtretung aller seiner Rechte auf Languedoc entgegen. So sah sich Raimund mit einem Mal dem Könige von Frankreich als Gegner gegenübergestellt. Die Lage brachte neue, unerwartete Gefahren mit sich. Noch im Monat vorher hatte sich Amaury infolge seiner Geldnot gezwungen gesehen, alles, was er noch an Festungen besaß, auszuliefern und mit einem Teil des ihm von Philipp vermachten Legates seine Besatzungen auszulöhnen. Dann hatte er für immer das Land verlassen, dessen Fluch sein Vater und er gewesen. Nun aber sah sich Raimund statt dieses entmutigten Gegners einem anderen gegenüber, der über all die Machtmittel verfügte, welche sich Philipp in seiner langen glücklichen Regierung erworben hatte, und der seine Kampfeslust kaum zügeln konnte, um die Schlappe auszuwetzen, die er 5 Jahre vorher unter den Mauern von Toulouse erlitten hatte. Schon im Februar schrieb Ludwig an die Bürger von Narbonne, lobte ihre treue Gesinnung und versprach, 3 Wochen nach Ostern den Kreuzzug zu unternehmen, um der Krone alle vom Hause Toulouse verwirkten Gebiete wieder zu gewinnen. Freilich, so eifrig er auch war, so hielt er es andererseits für berechtigt, sich seine dem Glauben zu leistenden Dienste möglichst teuer bezahlen zu lassen. Daher verlangte er als Bedingung für die Ergreifung der Waffen, dass die Kirche seinem Reiche äußeren und inneren Frieden zusichere, dass der Kreuzzug mit denselben Ablässen wie ein solcher nach dem Heiligen Lande ausgestattet wäre, dass alle seine Vasallen, die sich ihm nicht anschließen würden, exkommuniziert werden sollten, dass statt des Kardinals von Porto der Erzbischof von Bourges zum päpstlichen Legaten ernannt würde, dass die Besitzungen Raimonds, seiner Verbündeten und aller derer, die sich zum Kreuzzuge widersetzten, ihm als Lohn zufallen sollten, dass die Kirche ihm eine jährliche Unterstützung von 60.000 Pariser Livre zahle und dass es ihm freistehe, zurückzukehren, wann er wolle, und zu bleiben, solange er es für passend hielte. Das ist ein ganz schöner Freibrief und eine ganz schöne Bezahlung für so einen Kreuzzug, ne? Findet ihr nicht auch? In der Voraussetzung, dass diese Bedingungen angenommen werden würden, setzte Ludwig seine Vorbereitungen fort, während Raimund verzweifelte Anstrengungen machte, den drohenden Sturm zu beschwören. Heinrich III. Von England verwandte sich für ihn beim Papst Honorius, was Raimund den Mut gab, durch seine Gesandtschaft, deren Freigebigkeit auf die Beamten der Kurie einen sehr günstigen Eindruck gemacht haben soll,
seinen Gehorsam in Rom zum Ausdruck bringen zu lassen. Antichrist Papst Honorius antwortete in einem sehr gnädig gehaltenen Schreiben, in dem er versprach, den Kardinal Romano von Sant'Angelo als Legaten zu senden, um die Sache zu regeln. Zugleich ließ er Ludwig wissen, Friedrich II. Habe so günstige Anerbietungen hinsichtlich der Eroberung des Heiligen Landes gemacht, dass alles andere vor diesen einem großen Ziele zurücktreten müsse und dass darum alle Ablässe nur für diesen Zweck verwendet werden dürften. Übrigens würde, falls der König von Frankreich Raimund noch länger bedrohen sollte, dieser Letztere keine Bedenken tragen, sich zu unterwerfen. Gleichzeitig erhielt Arnold von Narbonne Weisung, sich mit anderen Prälaten in Verbindung zu setzen, um Raimund zu veranlassen, annehmbare Bedingungen zu stellen. Ludwig, mit Recht über das Doppelspiel der Kurie erbittert, beteuerte öffentlich, dass er seine Hände in der ganzen Angelegenheit reinhalten wolle und antwortete dem Papst, die Kurie möge sich mit Raimund ganz nach ihrem Belieben verständigen, er wolle mit Glaubenssachen nichts zu tun haben, verlange aber, dass seine Rechte geachtet und dass keine neuen Steuern auferlegt würden. Auf einem am 5. Mai 1224 zu Paris abgehaltenen Parlamente nahm der Legat die gegen die Albigenser gewährten Ablässe zurück und erkannte Raimund als guten Katholiken an. Andererseits gab Ludwig eine Erklärung ab, die beweist, wie erbittert er über die gegen ihn verübte Täuschung war. Übrigens waren seine Kriegsvorbereitungen nicht zwecklos. Er benutzte sie, um Heinrich III. Einen beträchtlichen Teil der noch vorhandenen englischen Besitzungen in Frankreich zu entreißen. Der Sturm war anscheinend beschworen. Es bedurfte nur noch der Festsetzung der nötigen Bedingungen. Dass Raimund hierbei Schwierigkeiten machen würde, war nicht zu befürchten. Dazu war er mit zu knapper Not davongekommen. Zu Pfingsten, am 2. Juni, trafen er und seine Hauptvasallen mit Arnold und den Bischöfen in Montpellier zusammen. Hier willigte er darin ein, in all seinen Besitzungen den katholischen Glauben zu beobachten und aufrechtzuerhalten, alle von der Kirche bezeichneten Ketzer zu vertreiben, ihre Güter zu konfiszieren und ihre Personen zu bestrafen, Frieden zu halten und die räuberischen Söldnerbanden zu entlassen, den Kirchen alle Rechte und Privilegien wieder einzuräumen und 1000 Mark zu zahlen unter der Bedingung, dass der Papst Amaury veranlasste, auf seine Ansprüche zu verzichten und alle dieselben bestätigenden Dokumente auszuliefern. Falls dies nicht genüge, so wolle er sich ganz der Kirche unterwerfen, soweit sein Lehnseid gegen den König es gestattete. Diese Bedingungen wurden von Raimund, dem Grafen von Foix und dem Vicomte von Béziers unterzeichnet. Zum Beweise seiner Aufrichtigkeit setzte Raimund den alten Feind seines Vaters, Thedesius, wieder in das Bistum Agde ein, das der Ex-Legat erhalten hatte und aus dem er später vertrieben worden war. Außerdem gab er verschiedene andere Kirchengüter wieder zurück. Diese Bedingungen wurden zur Bestätigung nach Rom gesandt. Zugleich wurde festgestellt, dass am 20. August ein Konzil abgehalten werden solle, um dieselben zu genehmigen. Honorius gab eine zweideutige Antwort, aus der man indessen eine Annahme der Bedingungen herauslesen konnte. Am festgesetzten Tage trat das Konzil in Montpellier zusammen. Amaury richtete einen verzweifelten Appell an die Bischöfe, indem er sie beschwor, die Früchte des errungenen Sieges nicht wegzuwerfen. Der König von Frankreich, sagte er, sei entschlossen, die Sache zu seiner eigenen zu machen. Sie jetzt aufzugeben, sei ein Ärgernis und eine Demütigung für die Universalkirche. Wir erinnern uns, römisch-katholisch, katholisch heißt auch universal. Trotzdem nehmen die Bischöfe die Eide Raimunds und seiner Vasallen entgegen, und zwar aufgrund der gemeinsamen kurz vorher festgesetzten Bedingungen, jedoch mit dem Zusatz, dass bezüglich der Entschädigung für Amaury die Entscheidung des Papstes nachfolgen und dass allen weiteren Befehlen der Kirche gehorcht werden solle, soweit es die Souveränitätsrechte des Königs und des Kaisers zulassen würden. Raimund versprach alles das und bot dafür genügende Sicherheit. Es ist nicht abzusehen, was die Kirche noch weiter hätte verlangen sollen. Wohl hatte Raimund über sie und die von ihr aufgebotenen Kreuzfahrer gesiegt
und trotzdem bot er eine so vollständige Unterwerfung an, wie man sie von seinem Vater selbst in der Stunde seiner tiefsten Erniedrigung kaum hätte verlangen können. Gerade um diese Zeit fand zu Castel Sarrasin eine öffentliche Disputation statt zwischen einigen katholischen Priestern und katharistischen Geistlichen, ein Beweis, dass das Vertrauen der Ketzer auf ihre Sache wuchs und dass eine Verständigung mit ihnen getroffen werden musste, wenn ihre Fortschritte gehemmt werden sollten. Nicht minder bedeutsam war ein katharistisches Konzil, welches nicht viel später zu Pieusan abgehalten wurde und auf welchem mit Zustimmung des häretischen Bischofs von Toulouse, Guillabert von Castres, das Bistum Rasé aus Teilen der Bistümer Toulouse und Carcassé neu gebildet wurde. Man war indessen noch nicht am Ende der Wechselfälle und Überraschungen in dieser Sache angekommen. Als im Oktober Raimunds Gesandte Rom erreichten, um die päpstliche Bestätigung der getroffenen Abmachung einzuholen, sahen sie sich dort Guido von Montfort gegenüber, den Ludwig abgeschickt hatte, um dies zu verhüten. Es fehlten auch nicht einige Bischöfe aus Languedoc, die fürchteten, dass sie gleichfalls im Falle eines Friedensschlusses genötigt seien, die zur Zeit des Krieges widerrechtlich in Besitz genommenen Güter wieder auszuliefern, und die demgemäß sich bemühten, Raimund als einen verstockten Ketzer hinzustellen. Honorius machte bis zum Beginne des Jahres 1225 Ausflüchte. Alsdann sandte er den Kardinal Romano nach Frankreich mit den Vollmachten eines Legaten und mit der Anweisung, Raimund zu bedrohen und einen Waffenstillstand zwischen Frankreich und England zu vermitteln, um auf diese Weise Ludwig die Hände frei zu machen. Die Hände frei für Ketzerbekämpfung. Ne? An letzteren, also den König Ludwig, schrieb der Papst in demselben Sinne, während er an Amaury zugleich mit aufmunternden Worten Geld sandte. Wenn er in einem dieser Briefe Languedoc schildert als ein Land von Eisen und Messing, dessen Rost nur durch Feuer entfernt werden könne, so zeigen diese Worte, auf wessen Seite er sich schließlich zu schlagen beschlossen hatte. Nach mehreren Konferenzen mit Ludwig und dem führenden Bischöfen und Adligen berief der Legat im November 1225 zur endgültigen Erledigung der Frage ein Nationalkonzil nach Bourges. Raimund erschien vor demselben, demütig um Absolution und Versöhnung bittend. Er bot seine Reinigung sowie jeglichen Ersatz an, den die Kirche von ihm fordern könnte, und versprach in seinen Ländern den Frieden und die Sicherheit wiederherzustellen und sie Rom gehorsam zu machen. Bezüglich der Ketzer verpflichtete er sich nicht nur, dieselben zu unterdrücken, sondern er forderte auch den Legaten auf, jede Stadt in seinen Besitzungen zu besuchen und das Volk auf seinen Glauben zu verhören, indem er sein Wort gab, alle Delinquenten strenge zu bestrafen und jede Stadt, die Widerstand leisten würde, zum Gehorsam zu zwingen. Bezüglich seiner selbst erklärte er sich bereit, für alle seine Verfehlungen volle Genugtuung zu leisten und sich einem Verhöre über seinen Glauben zu unterwerfen. Auf der anderen Seite legte Amaury die Dekrete des Papstes Innozenz vor, durch welche Raimund der VI. Verurteilt und seine Länder im Einverständnis mit Philipp August dem Grafen Simon von Montfort übertragen wurden. Nachdem auf dem Konzil lange hin und her gestritten worden war, befahl schließlich der Legat, dass jeder Erzbischof mit seinen Suffraganbischöfen getrennt beraten und das Resultat der Beratung ihm schriftlich überreichen sollte, damit er es alsdann dem Könige und dem Papste übermittle. Über alles müsse bei Strafe der Exkommunikation vollste Diskretion bewahrt werden. In einer Fußnote lesen wir hier, dass ein Dichter jener Zeit schildert bei Gelegenheit der Beschreibung des Konzils die Vernichtung Raimunds in lebhaften Worten. Und jetzt folgt leider wieder ein Text, ein Gesangtext, gehe ich mal von aus, ist das hier. Weil wir haben ja schon viel mit Barden und Troubadouren hier zu tun gehabt, der wieder so, ja, nicht nur altfranzösisch, sondern französisch-romanisch ist und den ich euch hier leider nicht erzählen kann. Also lassen wir es bei der Fußnote hier, dass eben ein Dichter hier bei der Gelegenheit eine Beschreibung des Konzils in Richtung Raimunds in lebhaften Worten gibt. Das ist so eine kleine Zu-Kurz-Kommung,
Also ein Makel an dieser deutschsprachigen Übersetzung, dass manchmal diese Texte nicht übersetzt wurden und man das von daher nicht verstehen kann. Ja? Ein Zwischenfall bei den Verhandlungen des Konzils verdient noch unsere Aufmerksamkeit, da er bezeichnend ist für die Beziehungen zwischen Rom und den Ortskirchen sowie für den Charakter der kirchlichen Organisation, zu der man die Ketzer unter sanfter Androhung des Scheiterhaufens und Galgens zurückzukehren einlud. Nachdem die äußeren Geschäfte der Versammlung erledigt waren, gab der Legat den Abgeordneten der Kapitel schlauerweise die Erlaubnis abzureisen, während er die Bischöfe zurückbehielt. Die so entlassenen Delegierten waren aber vorsichtig genug, ein Unheil zu wittern. Sie beratschlagten daher zusammen und schickten alsdann an den Legaten einen Ausschuss von allen Metropolitankapiteln mit der Erklärung, sie wüssten wohl, dass der Legat besondere Briefe der römischen Kurie in Händen hatte, wodurch der Papst die Erträgnisse zweier Präbanden an jeder Domkirche und jeder Abtei sowie einer an jeder Stiftskirche dauernd für sich verlange. Sie beschworen ihn im Namen Gottes nicht Anlass zu einem so großen Ärgernisse zu geben und versicherten ihm, dass der König und die Barone selbst auf die Gefahr ihres Lebens und ihrer Würden hin sich dieser Maßregel widersetzen würden, und dass dieselbe den vollständigen Ruin der Kirche herbeiführen würde. Unter diesem Druck zeigte der Legat die Briefe vor und führte als Grund für die päpstlichen Forderungen an, dass die Gewährung derselben die römische Kirche von dem Ärgernisse der Begehrlichkeit befreien werde. Denn dadurch würde sie der Notwendigkeit überhoben oder enthoben, Geschenke zu fordern und anzunehmen. Hierauf bemerkte der Delegierte von Lyon ruhig, sie möchten nicht gerne bei der römischen Kurie ohne Freunde sein und sie seien durchaus bereit, derselben mit Geschenken gefällig zu sein. Andere stellten vor, dass die Quelle der Begehrlichkeit doch niemals austrocknen und dass der vermehrte Reichtum die Römer nur noch habgieriger machen würde, was alsdann zu gegenseitigen Streitigkeiten führen und dadurch selbst die Existenz der Stadt bedrohen könne. Andere wiederum wiesen darauf hin, dass die der Kurie auf diese Weise zufließenden Einkünfte größer wären als die der Krone. Ihre Mitglieder würden dadurch so reich werden, dass die Gerechtigkeit kostspieliger denn je würde. Außerdem liege es auf der Hand, dass die Schar von Beamten in jedem Bistum, die der Papst berechtigt wäre zu ernennen, um die Einkünfte zu erheben, nicht nur weitere unbegrenzte Steuern veranlassen, sondern auch dazu benutzt werden würden, um die Wahlen der Kapitel zu überwachen und sie schließlich alle Rom zu unterwerfen. Sie schlossen mit der Versicherung, es liege im Interesse Roms selbst, den Plan fallen zu lassen. Denn wenn der Druck ein allgemeiner würde, dann werde zweifellos auch die Empörung des Volkes eine allgemeine werden. Der Legat, unfähig, dem Sturm zu trotzen, willigte in die Unterdrückung der Briefe ein, indem er erklärte, auch er missbillige sie, doch habe er keine Gelegenheit gehabt zu widersprechen, da sie ihn erst nach seiner Ankunft in Frankreich erreicht hätten. Ein ebenso kühner Vorschlag, durch den die Kurie die Oberaufsicht über alle Abteien im Königreiche zu bekommen hoffte, wurde durch den eifrigen Widerstand der Erzbischöfe vereitelt. Von einer solchen Kirche sich fernzuhalten, durften die Ketzer sich wohl für berechtigt ansehen. Welche Beschlüsse bei den unter dem Vorsitze der Bischöfe abgehaltenen gesonderten Beratungen in Betreff der Albigenser gefasst wurden, wusste niemand. Aber da Papst und Kaiser entschlossen waren einzugreifen, so konnte über den schließlichen Ausgang der Sache kein Zweifel obwalten. Außerdem hatte sich die Lage Raimunds bedeutend verschlechtert. Der Tod hatte seinen starken Freund, den Erzbischof Arnold von Narbonne, hinweggerafft. Und einer seiner bittersten Feinde, Petrus Amiel, war Nachfolger desselben geworden. Von einem wirksamen Widerstande gegen die Wünsche des Königs und des Papstes konnte keine Rede sein. Es wurde verkündet, dass ein für die Kirche ehrenvoller Friede von Raimund nicht erlangt werden könne und dass Ludwig ein Zehntel der kirchlichen Einkünfte für 5 Jahre angeboten sei, für den Fall, dass er den Heiligen Krieg unternehmen würde. Aber so weitherzig auch Ludwig war,
Und so sehr ihn auch nach dem verlockenden Preise gelüstete, so schrak er andererseits doch zurück vor einem Zusammenstoße mit dem hartnäckigen Patriotismus des Südens, während er gleichzeitig noch in Feindseligkeiten mit England verwickelt war. Kein Zwei-Fronten-Krieg wollte der König Ludwig von Frankreich hier. Er verlangte daher, dass Honorius Heinrich III. Davon abhalten solle, während des Kreuzzuges in das französische Gebiet einzudringen. Als Heinrich das päpstliche Schreiben empfing, war er eifrig mit den Vorbereitungen zu einem Kriegszuge beschäftigt, um seinen Bruder Richard von Cornwallis zu entsetzen. Aber seine Ratgeber drängten ihn, Ludwig nicht daran zu hindern, sich in ein so schwieriges und kostspieliges Unternehmen einzulassen. Und einer von ihnen, Willem Pierrepont, ein geschickter Sterndeuter, sagte mit aller Bestimmtheit voraus, dass Ludwig entweder sein Leben verlieren oder doch vom Unglück verfolgt sein würde. Zur rechten Zeit trafen Nachrichten von Richard ein, welche günstige Berichte über seine Erfolge brachten. Heinrichs Besorgnisse waren beruhigt und er gab die verlangte Zusicherung ab, trotz des Bündnisses, das er kurz vorher mit Raimund geschlossen hatte. Um den Erfolg des Kreuzzuges zu sichern, wurden fernerhin alle Privatkriege während der Dauer desselben untersagt. Die religiöse Frage war in Wirklichkeit um diese Zeit verschwunden. Sie war nur noch ein Vorwand für den Verkauf von Ablässen und die Erhebung kirchlicher Abgaben und ein Deckmantel für dynastische Gelüste. Wenn Raimund bis dahin seine ketzerischen Untertanen noch nicht so streng verfolgt hatte, so war es lediglich deshalb unterblieben, weil er es, solange er beständig von einem auswärtigen Angriff bedroht war, für unklug hielt, sich einen großen Teil der Bevölkerung, auf dessen Höfe er rechnete, zu entfremden. Tatsächlich hatte er sich zur Ketzerverfolgung ausdrücklich bereit erklärt und hatte den Legaten gedrängt, in seinen Ländern eine dauernde Inquisition zu organisieren. So hatten unter all den Wirren die Dominikaner an Einfluss zunehmen und in seinem Gebiete sich festsetzen können. Und als ihre Nebenbuhler in der Ketzerverfolgung, die Franziskaner, nach Toulouse gekommen waren, hatte Raimund sie willkommen geheißen und ihnen geholfen, festen Fuß zu fassen. In demselben Jahre, 1225, kam der heilige Antonius von Padua, der nächst dem heiligen Franziskus am meisten im Orden verehrt wird, nach Frankreich, um gegen die Ketzer zu predigen. Und seine Beredsamkeit erregte in Tolosanischen einen solchen Sturm der Verfolgung, dass ihm der ehrenvolle Titel eines unermüdlichen Ketzerhammers zuteil wurde. Somit musste der bevorstehende Kampf noch weit mehr als die vorhergehenden ein Rassekrieg werden, der von dem Könige und der Kirche mit der ganzen Kraft des Nordens gegen die erschöpften, an Raimund als ihren Landsherrn festhaltenden Provinzen geführt wurde. Wir dürfen uns nicht wundern, dass Raimund bereit war, sich allen Bedingungen zu unterwerfen, denn er stand allein, um dem Sturm zu trotzen. Wohl hielt sein größter Vasall, der Graf von Foix, zu ihm, aber der nächste an Bedeutung, der Graf von Comminges, machte Frieden und kämpfte auf der Seite des Königs von Frankreich. Der Graf von der Provence trat in ein Bündnis gegen ihn ein und gleichzeitig verboten, auf eine Warnung Ludwigs hin, Jakob von Aragon und Núñez Sancho von Roussillon, ihren Untertanen, den Ketzern, Hilfe zu leisten. Mit anderen Worten, Raimund zu Hilfe zu kommen. Mittlerweile wurde der Kreuzzug auf der breitesten Grundlage organisiert. Auf einem großen, am 28. Januar 1226 zu Paris abgehaltenen Parlamente legten die Adligen dem Könige eine Adresse vor, in der sie ihn dringend baten, den Kreuzzug zu unternehmen und sich zur Hilfeleistung bis zur Beendigung desselben verpflichteten. Ludwig nahm das Kreuz unter der Bedingung, dass er es wieder ablegen könne, wenn es ihm beliebe, und seinem Beispiele folgten fast alle Bischöfe und Barone. Zwar taten es viele, wie uns erzählt wird, höchst ungern, da sie es für einen Missbrauch hielten, einen gläubigen Christen, der auf dem Konzil zu Bourges alle möglichen Genugtuungen angeboten hatte, anzugreifen. Amaury und sein Onkel Guido erklärten nochmals ihren Verzicht auf alle ihre Ansprüche zugunsten der Krone. Der Kreuzzug wurde eifrig im ganzen Königreiche gepredigt und mit gewöhnlichen Anerbieten von Ablässen, und der Legat garantierte dafür, dass der kirchliche, für 5 Jahre bewilligte Zehnte sich wenigstens auf 100.000 Pfund jährlich belaufen würde.
Die einzige Wolke, die den Ausblick trübte, war die Entdeckung, dass der Papst Honorius Briefe und Legaten an die Barone von Poitou und Aquitanien geschickt hatte, mit dem Befehle, sie sollten innerhalb eines Monats, ungeachtet aller entgegenstehenden Eide, zu ihrem Lehnseide gegen England zurückkehren. Diese einzigartige Verräterei kann man sich nur erklären durch die Annahme, dass Raimund und Heinrich III. Den Papst durch Geschenke überredet hatten. Ludwig VIII. Beeilte sich indessen, dasselbe Verfahren anzuwenden und durch freigebige Zuwendungen an den Papst die Aufhebung der Briefe zu erwirken. Nachdem diese Gefahr beseitigt war, wurde am 29. März eine neue Versammlung abgehalten, in welcher Ludwig seinen Lehnsmännern befahl, sich am 17. Mai in Bourges zu versammeln, völlig ausgerüstet und bereit bei ihm zu bleiben, solange er im Süden verweilen würde. Der 40-tägige Dienst, der Montfort so oft die Früchte seiner Siege beraubt hatte, sollte nicht länger mehr einer dauernden Eroberung hinderlich sein. Am festgesetzten Tage versammelten sich die Ritter des Königreiches zu Bourges um ihren Monarchen. Aber bevor man aufbrach, gab es noch viel zu tun. Zahllose Äbte und Delegierte von Kapiteln bestürmten den König mit der Bitte, durch Erhebung des ihm verliehenen Zehnten die Nationalkirche doch nicht der Knechtschaft auszuliefern, und versprachen ihm, für seine Bedürfnisse reichlich zu sorgen. Er ließ sich aber nicht erweichen, und sie zogen ab, indem sie im Stillen den König und den Kreuzzug verwünschten. Der Legat war eifrig beschäftigt, die Knaben, Frauen, Greise, Arme und Krüppel, die das Kreuz genommen hatten, wieder nach Hause zu schicken. Er nötigte sie, ihm eidlich die Geldsumme anzugeben, die sie bei sich hatten. Den größeren Teil dieser Geldsumme behielt er und entließ sie dann nach Hause, nachdem er ihnen die Absolution von ihrem Gelübde bewilligt hatte. Auch ein Mittel für den Verkauf der Ablässe, das später zur Gewohnheit wurde und große Summen einbrachte. Aber hier achtet der Legat überhaupt nicht darauf, ob er jetzt Krüppel vor sich hat, Alte vor sich hat, Knaben, Frauen. Das spielt alles keine Rolle. Hauptsache, sie bezahlen und lassen das Geld da. Und anstatt dienen zu können dafür, ja, nimmt er ihnen die Kohle ab und gibt ihnen damit ihre Absolution. Ne? Das ist das, was die römisch-katholische Kirche am besten machen kann. Geschäft machen mit der Sünde, anstatt die Leute zu Jesus Christus zu, ja, wie kann man das jetzt sagen, zu bewegen, zu gehen und da ihre Sünden wirklich vergeben zu bekommen. Nein, nein, nein. Sünden vergeben kann nur die römisch-katholische Kirche und das auch nur, wenn du mich dafür bezahlst. Genauso reagiert der Legat hier. Naja. Ludwig machte noch ein einträglicheres Geschäft derselben Art mit einer höheren Klasse der Kreuzfahrer, indem er schwere Zahlungen annahm von denen, die ihm ihre Dienste gelobt hatten, aber auf den Ruhm oder die Gefahren eines Kreuzzugs nur wenig versessen waren. Also, die sich davon frei kaufen können. Er zwang auch den Grafen von La Marche, dem Raimund seine junge Tochter Johanna zurückzugeben, die mit dem Sohne des Grafen verlobt, aber, wie wir sehen werden, für ein höheres Ehebündnis bestimmt war. Auch viele Adlige von Narbonne strömten nach Bourges, voll Eifer ihre Loyalität zu bekunden, indem sie dem Könige huldigten. Gleichzeitig rieten sie ihm, nicht durch ihr Gebiet vorzurücken, da dasselbe durch den Krieg verwüstet wäre, sondern längs der Rhone nach Avignon zu marschieren. Ein gerade nicht uneigennütziger Rat, den Ludwig aber befolgte. Jetzt kommen wir nämlich zur Belagerung von Avignon. Ludwig brach von Lyon auf an der Spitze eines glänzenden Heeres, das, wie es heißt, aus 50.000 Reitern mit zahllosen Fußsoldaten bestand. Der Schrecken seiner Ankunft ging ihm voraus. Viele von Raimunds Vasallen und Städten, wie Nîmes, Narbonne, Carcassonne, Albi, Béziers, Marseille, Castres, Puylaurens und Avignon boten ihm schleunigst ihre Unterwerfung an, und die Lage des Grafen schien schon jetzt äußerst verzweifelt zu sein. Als indessen das Heer Avignon erreichte und Ludwig sich anschickte, durch die Stadt zu marschieren,
schlossen ihm die Einwohner von plötzlicher Furcht ergriffen die Tore vor der Nase zu, indem sie ihm einen ungehunderten Vorbeimarsch um die Stadt herum anboten. Der König beschloss aber, die Stadt zu belagern, obwohl Avignon ein Reichslehen war. Die Stadt war 10 Jahre lang exkommuniziert gewesen und galt als ein Nest der Waldenser. Deshalb befahl der Kardinallegat Romano den Kreuzfahrern, sie mit Waffengewalt von der Ketzerei zu säubern. Die Aufgabe erwies sich aber nicht als leicht. Vom 10. Juni bis ungefähr zum 10. September, also 3 Monate lang, leisteten die Bürger verzweifelten Widerstand und brachten den Belagerern schwere Verluste bei. Raimund hatte die Umgegend verwüstet und lag beständig auf der Lauer, um den Belagerern die Zufuhr abzuschneiden, sodass die Lebensmittel knapp wurden. Dazu brach eine Epidemie aus und eine Fliegenplage übertrug die Ansteckung von den Toten auf die Lebenden. Zwietracht im Lager vergrößerte noch die Verwirrung. Peter Mauclerc von der Bretagne zürnte Ludwig, denn dieser hatte seine Heirat mit Johanna von Flandern, deren Ehescheidung er beim Papste durchgesetzt hatte, verhindert. Er trat in ein Bündnis mit Theobald von der Champagne und dem Grafen von La Marche, die alle im Verdacht standen, geheime Beziehungen zu dem Feinde zu unterhalten. Theobald verließ sogar ohne Erlaubnis das Heer, kehrte nach einer 40-tägigen Dienstreise nach Hause zurück und begann, seine Schlösser zu befestigen. So lief der so glänzend begonnene Kreuzzug Gefahr, schon bei seinem ersten ernsten Unternehmen zu scheitern, Avignon. Da boten die Einwohner von Avignon, in die äußerste Bedrängnis versetzt, unerwartet ihre Kapitulation an. Weihnachten und Ostern fällt auf einen Tag hier, ne? Für den König. Die Bedingungen, die man ihnen stellte, waren in Anbetracht der Sitten jener Zeit nicht hart. Sie willigten ein, dem Könige und der Kirche Genugtuung zu leisten und ein beträchtliches Lösegeld zu zahlen. Ihre Mauern wurden geschleift und 300 befestigte Häuser in der Stadt entfestigt. Von dem Legaten empfingen sie einen neuen Bischof in der Person des Nikolaus von Corbie, der Gesetze zur Unterdrückung der Ketzerei erließ. Es war ein Glück für Ludwig, dass die Unterwerfung gerade in diesem Augenblick stattfand, denn einige Tage später erfolgte eine Überschwemmung der Durance, die unzweifelhaft sein ganzes Lager ertränkt haben würde. Von Avignon aus rückte Ludwig nach Westen vor, überall die Unterwerfung der Städte und Adligen entgegennehmend, bis er nur noch einige Meilen von Toulouse entfernt war. Schon hatte es den Anschein, als ob nur noch die Unterwerfung dieses verstockten Ketzerherdes fehlte, um den Ruin Raimunds und den Erfolg des Kreuzzuges vollständig zu machen. Da lenkte Ludwig plötzlich seine Schritte heimwärts. Was ihn zu dieser unvorhergesehenen Beendigung des Feldzugs veranlasste, wird von keinem Chronisten angegeben. Wahrscheinlich wurde er dazu bewogen durch den schlechten Gesundheitszustand des Kreuzfahrerheeres, möglicherweise auch durch den Beginn der Krankheit, die am 8. November 1226 zu Montpensier dem Leben und Unternehmen des Königs ein unerwartetes Ziel setzte und der auf diese Weise die Prophezeiung Merlins In ventris montre mon Dieu Leo Pacificus erfüllte, aber den Verdacht einer Vergiftung durch Theobald von Champagne nahelegt. Ja, Entschuldigung, aber wieder einmal finde ich hier keine Möglichkeit, diesen Satz zu übersetzen, weil Google Translator erkennt die Sprache nicht. In ventris monte morietur Leo Pacificus. Also das ist kein Latein, das ist kein Französisch. Ich weiß nicht, welche Sprache das ist, also müssen wir darüber hinweggehen und im nächsten Satz weiterlesen. In ganz Europa aber sah man dem Rückzug die Folge ernster militärischer Missgriffe. König Ludwig hatte beabsichtigt, im folgenden Jahre zurückzukehren und hatte in den unterworfenen Städten Besatzungen zurückgelassen unter dem Oberkommando Umberts von Beaujeu und seines Stellvertreters Guido von Montfort. Die Heldentaten dieser beiden waren gering. Sie begnügten sich damit, recht viele Ketzer zu verbrennen, wenn sich ihnen dazu Gelegenheit bot, und zwar schon deshalb, um dem Kriege seinen heiligen Charakter zu wahren. Den Schein aufhalten, würden wir heutzutage, glaube ich, sagen. Ne? Nun Raimund, wir sprechen natürlich immer noch über Raimund den Siebten,
der gleichsam durch ein Wunder vor dem anscheinend unvermeidlichen Untergange bewahrt geblieben war, verlor nunmehr keine Zeit, um einen Teil seines Gebietes zurückzuerobern. Der Tod Ludwigs hatte eine vollständige Umwälzung der Lage herbeigeführt und Raimund hatte, für eine Zeit lang wenigstens, nicht viel zu befürchten. Zwar wurde der 13-jährige Ludwig IX. Unverzüglich in Reims gekrönt und die Regentschaft seiner Mutter Blanche von Kastilien anvertraut, aber die großen Barone waren aufsässig und eine Verschwörung, die unter den Mauern von Avignon angezettelt worden war, setzte sich weiter fort. Die Bretagne, Champagne und La Marche hielten sich ostentativ von der Krönung fern, säumten mit ihrer Huldigung und knüpften geheime Unterhandlungen mit England an. Schon im Jahre 1227 jedoch entzweiten sie sich und kehrten schließlich mit Rücksicht auf die Macht der Königin und die ihnen gestellten günstigen Bedingungen eine nach der anderen zurück zu ihrer Pflicht. Kurze Waffenstillstände wurden mit Heinrich III. Und dem Vicomte von Thouars geschlossen und die unmittelbare Gefahr dadurch beseitigt. Antichrist Papst Gregor IX., der am 19. März 1227 den päpstlichen Stuhl bestieg, nahm die Regentin und den königlichen Knaben unter seinen Schutz mit der Begründung, dass sie in einen Krieg gegen die Ketzerei verwickelt seien. Doch hatten die Unterstützungen, die sie von Zeit zu Zeit an Beaujeu schickten, wahrscheinlich nur den Zweck, die weitere Erhebung des kirchlichen Zehnten zu rechtfertigen. Als die großen Provinzen Reims, Rouen, Sens und Tours sich weigerten, ihn zu zahlen, gab der Legat der Regentin die Ermächtigung, die Kirchengüter an sich zu nehmen, um auf diese Weise die Bezahlung zu erzwingen. Raimund setzte unterdessen den Kampf mit wechselndem Glück fort. Das Konzil von Narbonne, das während der Fastenzeit 1227 abgehalten wurde, exkommunizierte alle, die ihren dem König geleisteten Treueeid gebrochen hatten. Ein Beweis, dass das Volk zu seiner alten Lehnspflicht zurückgekehrt war, wo es dies ohne Gefahr tun konnte. Desgleichen befahl das Konzil den Bischöfen, strenge auf die Ketzer zu fahnden, sowie die weltlichen Behörden, sie zu bestrafen. Ein Befehl, der eines erkennen lässt, nämlich, dass sogar in den von Franzosen eroberten Gebieten die Ketzerverfolgung nachlässig betrieben wurde. Der Krieg zog sich mit wechselndem Erfolge durch das Jahr 1227 fort. Beaujeu, von Peter Amiel von Narbonne und Fulco von Toulouse unterstützt, nahmen nach seiner verzweifelten Belagerung das Schloss Bessèdes ein, ließ die Besatzung niedermetzeln und den ketzerischen Diakonus Gerhard von Motte mit seinen Genossen verbrennen. Der Schlossherr Paganus von Bessèdes wurde ein Fedi und ein Anführer der geächteten Ketzer, bis er schließlich im Jahre 1233 gleichfalls verbrannt wurde. Raimund eroberte Castel Sarrazin, konnte aber die Kreuzfahrer nicht daran hindern, das Land bis unter die Mauern von Toulouse hin zu verwüsten. Das folgende Jahr fand beide Parteien zum Frieden geneigt. Wir haben gesehen, dass Raimund bereit war, Opfer für denselben zu bringen, noch ehe er durch den letzten Kreuzzug der Mehrzahl seiner Besitzungen beraubt worden war. Auch die Regentin Blanche hatte reichlich Ursache, zu einem Ausgleich mit Raimund zu gelangen. Bei all ihrer Festigkeit und Fähigkeit wurde ihr die Lösung der auf ihr lastenden Aufgaben nicht leicht. Die Adligen von Aquitanien korrespondierten mit Heinrich III., nicht vergessen, das ist der König von England, der immer noch die Hoffnung hegte, die weiten Gebiete, die Philipp August der englischen Krone entrissen hatte, wiederzuerlangen. Die großen Barone, voll Verachtung für das Regiment einer Frau, stritten untereinander und verwickelten einen großen Teil des Königreichs beständig in Krieg. Die Hoffnung auf eine vollständige Eroberung des Südens konnte nicht die dauernde Inanspruchnahme der kirchlichen Hilfsmittel rechtfertigen, während der reiche im Lande aufgehäufte Zündstoff einen längeren Krieg sehr gefährlich erscheinen ließ. Die Schwierigkeit, von den widerstrebenden Kirchen den Zehnten zu erheben, wurde immer größer, und das konnte doch nicht immer so fortgehen. So mussten also alle politischen Erwägungen die Königin geneigt machen, den von Raimund und seiner Familie beständig geäußerten Bitten um Aussöhnung Gehör zu schenken.
Die Möglichkeit, trotzdem der königlichen Linie die reiche Erbschaft des Hauses Toulouse zu sichern, wurde vergeben durch die Tatsache, dass Raimund nur eine noch unverheiratete Tochter Johanna besaß. Eine eheliche Verbindung zwischen ihr und einem der jüngeren Brüder Ludwigs mit gleichzeitiger Übertragung der Länder auf sie und ihre Erben gewährte auf friedlichem Wege alle politischen Vorteile eines Kreuzzugs, während bezüglich der religiösen Ziele eines solchen die aufrichtige Frömmigkeit Raimunds keinen Zweifel darüber ließ, dass er gewillt sei, dieselben zu sichern. Antichrist Gregor IX. War ganz zufrieden, den von Innozenz 20 Jahre vorher begonnenen Krieg beendigt zu sehen. Schon im März 1228 ermahnte er in einem Briefe Ludwig IX. Dringend, nach den Ratschlägen des Kardinallegaten Romano, den er mit den Vorverhandlungen betraut hatte, Frieden zu schließen. Im Namen des Legaten musste der Abt von Grandselv die ersten Eröffnungen hiervon Raimund machen. Dass die Heirat der Angelpunkt war, um den sich die Verhandlungen drehten, zeigt ein anderes päpstliches Schreiben vom 25. Juni, wodurch Romano ermächtigt wird, wegen des Ehehindernisses der Blutsverwandtschaft Dispens zu erteilen, falls die Verbindung zwischen Johanna und einem der Brüder des Königs zum Frieden führen könne. Ein anderes päpstliches Schreiben vom 21. Oktober, das allen Prälaten Frankreichs die Erneuerung der Ablässe für den Kreuzzug gegen die Albigenser ankündigte, lässt erkennen, dass Raimund sich nur schwer zur Annahme der ihm gestellten Bedingungen entschließen konnte und dass darum die Ausübung eines neuen Druckes auf ihn nötig war. In der Hinsicht ist er nicht viel anders als sein Vater, ne? Dem musste man auch ständig Druck machen. Und trotzdem hat er die Ketzer nie vollständig vernichtet. Nachdem die französischen Truppen dies durch eine ausgedehnte Verheerung seines Gebietes erreicht hatten, bevollmächtigte er im Dezember 1228 Raimund endlich den Abt, alle Vorschläge Theobalds von der Champagne, der in dieser Sache die Rolle eines Vermittlers spielte, anzunehmen. Nachdem noch in Meaux eine Konferenz abgehalten worden war, der auch die Bürgermeister von Toulouse anwohnten, verfolgte im Januar 1229 die Unterzeichnung der Friedenspräliminarien. Am Gründonnerstag, dem 12. April 1229, fand der lange Krieg schließlich sein Ende. Ja? Von 1209 bis 1229. Raimund erschien vor dem Portal der Notre-Dame-Kirche in Paris, demütig vor dem Legaten und bat ihn um Aussöhnung mit der Kirche. Barfüßig und nur mit einem Hemde bekleidet, wurde er als Büßer zum Altar geführt und empfing dort in Gegenwart der Würdenträger der Kirche und des Staates die Absolution, worauf auch seine Anhänger von der Exkommunikation befreit wurden. Dann stellte er sich im Louvre als Gefangener, bis dass seine Tochter und 5 seiner Schlösser in den Händen des Königs und von den Mauern der Stadt Toulouse 500 Klafter zerstört worden seien. Die von Raimund angenommenen Bedingungen waren hart und sie waren auch demütigend. In der königlichen Proklamation, durch welche der Vertrag veröffentlicht wurde, wird er dargestellt als einer, der auf das Geheiß des Legaten handelt und die Kirche wie den König demütig nicht um Gerechtigkeit, sondern um Gnade bittet. Er schwört die Ketzer samt denen, die an ihre Lehren glaubten, sie beschützten und ihnen Unterkunft gewährten, mit aller Macht zu verfolgen und hierbei weder seine nächsten Verwandten noch seine Freunde oder seine Vasallen zu schonen. Alle die Genannten sollten eine schnelle Strafe treffen und zu ihrer Entdeckung sollte die Inquisition in der vom Legaten vorgeschriebenen Form eingerichtet werden. Zum Unterhalte der Inquisition bewilligte Raimund die große Belohnung von 2 Mark für jeden vollkommenen Ketzer, der innerhalb 2 Jahre ergriffen würde, und von 1 Mark nach dieser Zeit. Bezüglich der anderen Ketzer, ihrer Freunde und Beschützer, versprach er sich ganz den Befehlen des Legaten oder des Papstes unterwerfen zu wollen. Das Weitere wurde mit seiner Zustimmung durch den Vertrag festgesetzt. Seine Bailli oder Ortsbeamten mussten sämtlich gute Katholiken und von jedem Verdachte der Ketzerei frei sein. Er selbst sollte die Kirche samt all ihren Mitgliedern und all ihren Privilegien beschützen.
Er sollte die kirchlichen Zensuren durchführen, indem er das Vermögen aller derjenigen beschlagnahmte, die länger als ein Jahr exkommuniziert bleiben würden. Er sollte alle seit Beginn der Unruhen in Besitz genommenen Kirchengüter wieder zurückgeben und für die Beeinträchtigung des persönlichen Eigentums die Summe von 10.000 Mark in Silber zahlen. Er sollte ferner in Zukunft die Einrichtung des Zehnten durchsetzen. Er sollte endlich unter dem Titel einer besonderen Buße 5.000 Mark an 5 namentlich aufgeführte Klöster bezahlen, ferner 6.000 Mark zur Befestigung bestimmter Schlösser, die der König als Pfand für die Kirche besetzen sollte, und zwischen 3.000 und 4.000 Mark um 10 Jahre lang 2 Lehrer der Theologie, 2 Kanonisten und 6 Lehrer der Grammatik und der freien Künste in Toulouse zu unterhalten. Des Weiteren willigte Raimund ein, zur Buße sofort beim Empfang der Absolution das Kreuz zu nehmen, innerhalb 2 Jahre nach Palästina zu gehen und dort 5 Jahre lang zu dienen. Eine Buße, die er niemals erfüllte, obwohl er wiederholt daran erinnert wurde. Als er aber endlich im Jahre 1247 Vorbereitungen für den Aufbruch traf, machte sein Tod ihnen ein jähes Ende. Also er hat es tatsächlich geschafft, die Verpflichtung an diesem Kreuzzug teilzunehmen, 18 Jahre vor sich herzuschieben, von 1229 bis 1247. Schließlich sollte er seinem Volke einen Eid abnehmen und denselben alle 5 Jahre erneuern, wodurch es sich verpflichtete, einen energischen Krieg gegen alle Ketzer und die, die an sie glaubten, sie aufnehmen und Begünstigten zu führen und der Kirche und dem Könige bei der Unterdrückung der Ketzerei hilfreich beizustehen. Das muss man jetzt mal eben verstehen, muss ich mal kurz einen Kommentar einwerfen in diesem ziemlich kommentararmen Buch bis jetzt, also zumindest die letzten Lesungen. Aber hier lesen wir jetzt davon, dass, ich wiederhole den Satz nochmal, er sollte seinem Volk einen Eid abnehmen und denselben alle 5 Jahre erneuern, wodurch es sich verpflichtete, einen energischen Krieg gegen alle Ketzer und die an sie glaubten, sie aufnehmen und begünstigten, zu führen und der Kirche und dem Könige bei der Unterdrückung der Ketzerei hilfreich beizustehen. Glaubt ihr vielleicht, dass wenn sie das im 13. Jahrhundert damals schon schafften, dass sie das im 21. Jahrhundert nicht schaffen? Ja? Die ganze Indoktrination, mit der wir heute zu kämpfen haben, geht doch auch nur darauf, die Leute alle auf Linie zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie diejenigen, die nicht auf dieser Linie mitlaufen, zu denunzieren. Da läuft nämlich alles drauf hinaus. Wer nicht mehr politisch korrekt ist, wer nicht mehr die Sprache spricht, die die Regierung spricht, der wird ziemlich schnell abgesägt werden. Ja? Der kann ziemlich schnell so ziemlich alles verlieren. Genau darauf läuft das hier hinaus. Finde ich ein sehr gutes Beispiel hier aus dem 13. Jahrhundert, wo wir sehen, dass damals der Raimund dieses Versprechen abgelegt hat, dafür zu sorgen, dass sein Volk nach seiner Pfeife tanzt und wenn nicht, tja, das könnt ihr euch selbst ausmalen. Und genau das haben wir heute auch mit zu tun. Nachdem auf diese Weise die Interessen der Kirche und der Religion genügend gewahrt worden, wurde die Heirat der Johanna mit einem der Brüder des Königs als eine besondere, Raimund erwiesene Gunst angesehen. Stillschweigend wurde angenommen, dass er alle seine Besitzungen verwirkt habe. Aus Gnade gewährte ihm aber der König alle Länder, die in dem ehemaligen Bistum Toulouse lagen, mit der Bestimmung, dass dieselben nach seinem Tode an seine Tochter und ihren Gatten fallen und dass sie, mochte nun Nachkommenschaft da sein oder nicht, oder mochte sie ihren Gatten überleben oder nicht, zuletzt unwiderruflich auf die königliche Familie übergehen sollten. Argent, Rouergue, Quercy, mit Ausnahme von Cahors, schöne Weingegend, Cahors, und ein Teil von Albi wurden Raimund gleichfalls bewilligt, mit der Bestimmung, dass sie bei der Ermangelung gesetzlicher Erben ebenso an seine Tochter fallen sollten. Die ausgedehnten Gebiete, die in dem Herzogtum Narbonne und den Grafschaften Velay, Gévaudan, Viviers und Lodève lagen, behielt der König für sich, während die Markgrafschaft Provence jenseits der Rhone ein Reichslehen der Kirche überwiesen wurde. So verlor Raimund 2 Drittel seiner großen Besitzungen.
Außerdem musste er die Befestigung von Toulouse und 30 anderen Schlössern zerstören und durfte keine neue an ihre Stelle aufbauen. Ferner musste er 8 andere namhaft gemachte Plätze auf die Dauer von 10 Jahren an den König ausliefern und für die Besatzung derselben 5 Jahre lang jährlich 1500 Mark zahlen. Endlich sollte er energische Maßregeln ergreifen, um alle widerstrebenden Vasallen, besonders den Grafen von Foix, zur Unterwerfung zu zwingen. Der Letztere, im Stiche gelassen, schloss im folgenden Jahre einen demütigenden Frieden. Für die Verdiz wurde eine allgemeine Amnestie erlassen, das sind die Beamten, ne? Und die aus ihren Besitzungen vertriebenen Ritter und Adligen wurden wieder eingesetzt. Natürlich mit Ausschluss all derer, die Ketzer waren. Raimund verpflichtete sich auch, den Frieden im ganzen Lande aufrechtzuerhalten und die Wegelagerer oder Räuberbanden, die schon 50 Jahre lang der Kirche ein Dorn im Auge waren, für immer zu vertreiben. Auf alle diese Bedingungen sollten auch seine Vasallen und sein Volk eidlich verpflichtet und diese dadurch genötigt werden, ihm bei der Durchführung derselben beizustehen. Wenn er aber 40 Tage nach erfolgter Benachrichtigung nur in irgendeinem Punkte säumig wäre, so sollten ihm alle überlassenen Länder an den König fallen, der Lehnseid seiner Untertanen sollte auf den König übergehen und er selbst wieder seine seitherige Exkommunikation zurückfallen. Das Anrecht, das der König auf die nunmehr seiner Verfügung unterstellten Gebiete geltend machte, rührte teils aus den Eroberungen seines Vaters, teils aus den Zessionen Amaurice her, der wenige Tage nach Abschluss des Vertrages zum dritten Male alle seine Anrechte an den König abtrat, ohne einen anderen Vorbehalt oder eine andere Bedingung zu machen als die, welche der König in seiner Güte ihm zu gewähren für richtig fand. Zur Belohnung erhielt er die Anwartschaft auf die Würde eines Connétable von Frankreich, die im nächsten Jahre bei dem Tode des Matthias von Montmorency frei wurde. Im Jahre 1237 beging er die Torheit, seine Ansprüche zu erneuern. Er nannte sich Herzog von Narbonne, machte eine erfolglose Anstrengung, die Dauphiné im Namen seiner Frau zu besetzen und fiel in die Grafschaft Melguet ein. Dadurch zog er sich den Zorn Antichrist Gregors des IX. Zu und erhielt zur Strafe dafür vom Papst den Befehl, sich den gerade damals nach dem Heiligen Lande aufbrechenden Kreuzfahrern anzuschließen. Wirklich tat er dies auch und erhielt nun von Gregor großmütig die Summe von 3000 Mark bewilligt, zahlbar, wenn er jenseits des Meeres wäre. Diese Summe rührte her aus den Geldern, mit denen sich die vom Zuge wieder abstehenden Kreuzfahrer von ihrem Gelübde loszukaufen pflegten. Ein Ablassverkauf, der damals ganz allgemein war und viel, viel Geld einbrachte. Doch wurde die Zahlung dieser Summe nur auf die Provinz Sens und Amaurice eigene Gebiete angewiesen. Im Jahr 1238 segelte dieser ab. Sein gewohntes Missgeschick folgte ihm, denn im Jahr 1241 hören wir, dass er Gefangener der Sarazenen war und von dem abermals hilfreichen Gregor durch ein Lösegeld von 4000 Mark, das ebenfalls den Kreuzfahrergeldern entnommen wurde, losgekauft wurde. In demselben Jahre starb er bei seiner Rückkehr aus Palästina zu Otranto und endigte so sein Leben, das reich war an den seltenen Wechselfällen und fast ununterbrochenen Misserfolgen. Der Graf von Toulouse war somit von seiner Stellung als mächtigster Lehnsherr, dessen Besitzungen größer waren als die der Krone selbst, so weit herabgesunken, dass er nicht mehr zu fürchten war. Wohl wurde ihm auf das wiederholte Ersuchen Ludwigs des IX. Im Jahre 1234 von Antichrist Gregor dem IX. Und Friedrich dem II. Die Markgrafschaft Provence zurückgegeben. Und zwar wahrscheinlich als Belohnung für seinen vermehrten Eifer bei der Verfolgung der Ketzer. Aber Raimund nahm nicht mehr den ersten Rang unter den weltlichen Pairs von Frankreich, der ihm als Herzog von Narbonne zukam, sondern erst den vierten. Im Übrigen hatte der Vertrag den von seinen Urhebern beabsichtigten Erfolg. Die Heirat zwischen Johanna von Toulouse und des Königsbruder Alphons, die beide im Jahre 1229 noch Kinder von 9 Jahren waren, wurde bis 1237 aufgeschoben.
Als Raimund 1249 starb, erbten sie seine Besitzungen. Beide starben 1271 ohne Nachkommen zu hinterlassen, so dass, den getroffenen Abmachungen gemäß, Philipp III. In den Besitz der Grafschaft Toulouse sowie der anderen Gebiete kam, über die Johanna vergebens in einem Testamente zu verfügen versucht hatte. Damit war die Oberherrschaft der Krone in ganz Südfrankreich begründet und das Reich gerüstet für die gewaltigen Erschütterungen, welche ihm der hundertjährige Krieg gegen Eduard III. Und Heinrich V. bringen sollte. Man darf mit Recht die Frage aufwerfen, ob nicht das Haus Toulouse mit seinem wohl umgrenzten Gebiete und seiner gleichartigen Bevölkerung während dieses Krieges zu einem unabhängigen Königreiche sich hätte aufschwingen können, wenn nicht der durch die Ketzerei erregte religiöse Fanatismus und die Hilfe des Papstes den Kapetingern im 13. Jahrhundert die Vernichtung dieses Hauses ermöglicht hätte. Wenn eine so zerrissene und geschwächte Monarchie, wie Frankreich es während der Minderjährigkeit Ludwigs des 9. war, so demütigende Bedingungen stellen und durchführen konnte, wie sie Raimund froh war anzunehmen, so beweist dies, dass die religiöse Frage ihn in eine Vereinsamung gebracht hatte, in der ihm weder die Treue seiner Untertanen noch das wiederholte Fehlschlagen der gegen ihn gerichteten Angriffe helfen konnte. Wohl war er diesen Angriffen mit dem Mute eines tapferen Ritters und der Kraft eines geschickten Führers entgegengetreten. Aber seine Saumseligkeit in der Verfolgung der Ketzer beraubte ihn der Sympathien und der Verbündeten und das Anathem der Kirche schwebte wie ein immerwährender Fluch über ihm. Nach dem öffentlichen Rechte jener Zeit stand er außerhalb des Gesetzes und hatte nicht einmal das Recht der Selbstverteidigung. Ja, diese selbst war schon ein Verbrechen. Nach der Meinung seiner Zeitgenossen war er ein Verfluchter, dem keine Hoffnung weder für dieses noch für jenes Leben blieb. Der einzige Weg, um wieder zur menschlichen Gesellschaft zugelassen zu werden, die einzige Hoffnung auf Rettung bestand darin, dass er sich mit der Kirche aussöhnte und dadurch den furchtbaren Bannfluch löste, den er von seinem Vater als Erbe überkommen hatte. Ja, wir wissen natürlich als bibelgläubige Christen, dass hier kein Wort von wahr ist, denn seine einzige Hoffnung auf Rettung und vor allen Dingen im nächsten Leben würde darin bestanden sein, sich den Ketzern anzuschließen und den Glauben an Jesus Christus anzunehmen, wie er in der Bibel beschrieben ist. Ja? Und nicht hier auf der Erde Frieden mit der Kirche zu machen, um hier in Ruhe sein Dasein fristen zu können, was ihm ja auch nicht geglückt ist. Um diese Versöhnung zu erlangen, jedenfalls fährt der Autor fort, hatte er sich wiederholt angeboten, seine Ehre und seine Untertanen zu opfern. Aber das Opfer war jedes Mal mit Verachtung zurückgewiesen worden. Jetzt aber, wo infolge der Bedrängnisse des königlichen Hofes weder die Regenten noch ihre Ratgeber Neigung hatten, die Gefahren eines langen und erschöpfenden Krieges auf sich zu nehmen, war bei ihm der Wunsch, aus seiner bedrängten Lage herauszukommen, so groß, dass er ohne langes Zögern die ihm gestellten Bedingungen annahm. Und doch waren diese so hart, dass, wie Bernard Guidonis sagt, schon die eine, welche den Rückfall der Grafschaft Toulouse an das königliche Haus vorsah, genügt hätte, selbst wenn Raimund vom Könige auf dem Felde einer verlorenen Schlacht gefangen genommen worden wäre. Hätte Raimund eine Rechtfertigung seines Vorhabens für nötig gehalten, so würden ihm Gründe genug zur Seite gestanden haben. Im Jahre 1197 geboren, war er noch ein Kind, als der Sturm über sein väterliches Haus hereinbrach. 1209, da war er dann also gerade mal 12 Jahre alt. Solange er denken und beobachten konnte, musste er sehen, wie sein Land die Beute der rücksichtslosen Ritterschaft des Nordens war, die an der Spitze plündernder nach Beute wie nach Sündenvergebung gleichermaßen begieriger Horden standen. Sobald eine Schar verschwand, trat eine neue an ihre Stelle. 20 Jahre lang, ja, von 1209 bis 1229, hatte das unglückselige Volk, das treu zu ihm hielt, keinen Frieden gekannt. Nur mit knapper Not, gleichsam durch ein Wunder, waren sie beide, er und sein Volk, beim letzten Kreuzzuge der völligen Vernichtung entgangen.
und eine Aussicht auf bessere Zeiten in der Zukunft war nicht vorhanden, solange die unversöhnliche Feindschaft Roms gegen die Ketzerei den Ehrgeiz der ruhelosen Franken immer wieder von Neuem anfachte und immer wieder neue Räuberbanden herbeiführen und mit dem Kreuze schmücken konnte. Obwohl er naturgemäß kein eifriger Anhänger einer Kirche sein konnte, die ihm eine so unfreundliche Stiefmutter gewesen war, so war er doch kein Katharer. Und auch wenn er bereit war, die Ketzerei eines großen Teiles seiner Untertanen zu dulden, so mochte er sich doch wohl fragen, ob er eine solche Duldsamkeit üben durfte auf Kosten des ganzen Volkes, das, solange er der Ketzerei ein freies Dasein gestattete, auf keinen Frieden hoffen konnte. So stand er vor der Wahl, entweder sein ganzes Volk oder einen Teil desselben zu opfern. Den Forderungen des Selbsterhaltungstriebes folgend, wählte er das Letztere und blieb auch hinfort seinem Versprechen, die Ketzerei auszurotten, treu, obwohl die übermäßige Strenge der Inquisition und die dadurch hervorgerufenen Unruhen ihn mehr als einmal zum Eingreifen nötigten. Wohl mochte dies anfangs nicht seinem Geschmack entsprechen, aber es blieb ihm keine andere Wahl. Er war eben ein Mann seiner Zeit. Wäre er mehr gewesen, so hätte er die Rolle eines Märtyrers spielen können. Seinem Volke hätte er allerdings damit gar nichts genützt. Der Kampf der Verfolgung gegen die Duldsamkeit war gekämpft worden und die Intoleranz hatte gesiegt. Bei dem warnenden Beispiel, welches das Schicksal der beiden Raimunde bot, war keine Gefahr vorhanden, dass andere Herrscher die öffentliche Meinung der Christenheit danach übel angebrachte Nachsicht gegen die Ketzer außer Acht lassen würden. Unter Anrufung der sicheren Hilfe des Staates beeilte sich die Kirche, die Früchte ihres Sieges einzuheimsen, und die Inquisition war bald an der Arbeit unter denen, die ihr so lange Trotz geboten hatten. Wenn Europa trotz der Laster und der Verderbnis der Kirche die Verfolgung der Andersgläubigen dennoch allgemein als notwendig und richtig erachtete, so zeugt dies von einer so eigenartigen Entwicklung der christlichen Religion, dass wir den Gang dieser Entwicklung notwendigerweise in den Bereich unserer Betrachtung einziehen müssen. Und hiermit endet eine sehr lange Lesung, die ich aber gerne hier zum Schluss bringen wollte, weil wir hiermit an das Ende des vierten Kapitels gekommen sind und wir haben gesehen, wie Raimund der Sechste und Raimund der Siebte alle beide jahrelang, obwohl geschworen, die Ketzer zu verfolgen, doch zu einem Großteil dafür gesorgt haben, dass diese in römischen Augen Ketzerei noch immer weiterleben konnte und dass gerade nicht so sehr die Katharer, aber vor allen Dingen die Waldenser weiter existieren konnten im Süden von Frankreich. Aber jetzt natürlich zum Ende, wo wir gerade gelesen hatten, wo Johanna und ihr Mann 1271 starben und dann eben alles der Krone übermacht wurde, da sehen wir dann natürlich ab Ende des 13. Jahrhunderts die Allmacht des französischen Staates, der sich ja hier zu dem Zeitpunkt anscheinend noch dem Legat des Papstes oder dem Führungsanspruch des Papstes unterworfen hat, was ja später, wie wir wissen, nicht mehr der Fall war. Deswegen sprechen wir ja immer von der gallischen römischen Kirche, der französischen römischen Kirche und der römischen Kirche. Also der französischen katholischen Kirche und der römischen katholischen Kirche. Kleiner Unterschied hier mit bei. Nächstes Mal fahren wir dann fort auf Seite 234 im fünften Kapitel über die Verfolgung. Und das, kann ich euch jetzt schon sagen, wird ein sehr interessantes weiteres Kapitel in dem Buch Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Ich danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und für eure hoffentlich lebhaften Kommentare und euer Interesse an dieser Buchlesung, wo wir jetzt gerade mal ein knappes Neuntel des ganzen Themas gelesen haben. Aber ich kann euch versichern, auch wenn es hier und da ein wenig trocken erschien während der letzten und dieser Lesung vielleicht, gerade eben zum Schluss haben wir gemerkt, wie da wieder Leben reinkommt und wie die Geschichte Fahrt aufnimmt, Geschwindigkeit aufnimmt und wie wir mehr und mehr und mehr sehen werden, dass die römisch-katholische Kirche damals das getan hat, was sie immer getan hat, was sie heute auch noch tut,
nämlich über Leichen gehen, um ihr Ziel zu erreichen. Hauptsächlich mit Hilfe der Inquisition und dafür die Lesung dieses Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha.